Durch die Physiotherapie wird die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des menschlichen Körpers wiederhergestellt, verbessert oder erhalten. Strecken, beide und durchdrücken. Die Physiotherapie orientiert sich bei der Behandlung an den Beschwerden des Patienten. Die Spannung lösen, locken. Häufige Behandlungsursachen sind Arthrose, ein übermäßiger Gelenkverschleiß, Arthritis, eine entzündliche Gelenkerkrankung, oder Osteoporose, eine häufige Alterserkrankung des Knochens, die ihn porös und anfällig für Brüche macht. Alle diese Krankheiten können sich ursächlich beeinflussen. Also die Arthrose finden Sie ab dem 40. Lebensjahr mehr oder weniger in allen Gelenken. Und ab da sollte eben der Patient natürlich schon darauf achten, eben gerade vom Gewicht her oder dass die Statik stimmt, auf ausreichend Bewegung. Durch diese Maßnahmen können wir halt dem entgegenwirken, dass wir eben bis ins hohe Alter mit den Arthrosen, mit dem Gelenkverschleiß an sich eben gut leben können und uns weiterhin eben gut bewegen können. Also gerade bei Patienten mit Gelenkproblemen, Verschleißerscheinungen oder Arthrosebildung entsteht natürlich aufgrund von der Schonhaltung gerne eine Bewegungseinschränkung. Und da ist es natürlich eben sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Kniescheibe beweglich bleibt und dass die Leute eben, soweit es möglich ist, noch eine volle Streckung erhalten können. Grundsätzlich können alle Gelenke von arthrotischen Veränderungen betroffen werden. Am häufigsten tritt die Krankheit im Kniegelenk auf. Bei der Arthrose wird meistens zuerst der Knorpel geschädigt, um im weiteren Verlauf zur Abflachung des Gelenkknochens zu führen. Und locker lassen. Und noch einmal. Die Physiotherapie ist natürlich dann wichtig, wenn der Patient mehr Beschwerden bekommt, ob das Gelenkerguss ist oder ob das Schmerzen sind. Dann können wir eben ob im akuten Stadium mit Kälte, mit Elektrotherapie, mit Bewegungstherapie eben wieder den Patienten die Schmerzen lindern und ihm dazu helfen oder verleiten, dass er eben wieder ein normales Gangbild und sich normal bewegen kann. Das Risiko, an Arthrose zu erkranken, erhöht sich mit zunehmendem Alter. Etwa 2/3 der Menschen über 65 sind von der Erkrankung betroffen. Zum Glück leiden nicht alle an den Symptomen. Die Osteoporose ist die häufigste Knochenerkrankung im höheren Alter. 80% aller Osteoporosen betreffen Frauen nach der Menopause. Bei Männern ab dem 70. Lebensjahr ist die Osteoporose ein ebenso häufiges Krankheitsbild. Also die Grenzen bei der Physiotherapie muss man dann einfach da sehen, wo der Patient dann Tag und Nacht nur noch Beschwerden hat. Und wenn er nachts keine Ruhe mehr findet, dann muss man sich natürlich dann irgendwann mal schon Gedanken darüber machen, ob dann nicht eben ein Gelenkersatz notwendig ist. Aber man sollte natürlich immer den Gelenkersatz als letztes Mittel der Wahl sehen, weil eben das eigene Gelenk immer noch das beste Gelenk ist. Und da sollte man natürlich versuchen, so lange wie möglich eben eine OP hinauszuschieben.